Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktblitzes im Monat September. Die Energiepreise sind im August insgesamt angestiegen. Vor allen Dingen in der letzten Woche gab es noch einmal deutliche Preissteigerungen. Und besonders ausgeprägt waren die hier am kurzen Ende des Gasmarktes. Es gab hier verschiedene Faktoren, die für den Preisanstieg verantwortlich waren. Wir hatten auf der Angebotsseite deutlich niedrigere Gasflüsse aus der Nordsee aufgrund von Wartungsarbeiten. Es werden jetzt in den nächsten Monaten auch insgesamt weniger LNG-Importe nach Europa erwartet im Vergleich zum Vorjahr. Auf der Nachfrageseite haben wir jetzt aktuell ein paar Probleme bei den französischen Atommeilern und relativ schwache Windverhältnisse, die dazu führen, dass die Gaskraftwerke verstärkt zum Stromerzeugung eingesetzt werden. Also von der Seite Nachfrageeffekte auch zur Auffüllung der Speicher, vor allen Dingen in der Ukraine und auch noch höhere Gaspreise in den USA und Asien. Alles zusammen hat hier diesen Preisanstieg bewirkt, der sich dann auch bei den Kalenderjahrprodukten niedergeschlagen hat, vor allen Dingen beim Frontjahreskontrakt, der jetzt deutlich über 14 Euro notiert. Bei den Emissionsrechten auf der linken Seite unten die blaue Linie, auch zu letzten Preisanstieg. Auslöser hierfür könnte ein Zeitungsartikel gewesen sein, der mal so die langfristigen Preisperspektiven aus Sicht der Finanzinvestoren, der Spekulanten beschrieben hat. Und danach gibt es nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und das Ganze dürfte hier Käufer am Markt ausgelöst haben, bis Richtung 30 Euro, jetzt zuletzt kleine Rücksätze. Steigende Gas-, steigende CO2-Preise waren dann in die Impulsgeber auch beim Strom. Jahreskontrakt 2021, jetzt aktuell so um die 42 Euro. Die hinteren Kontrakte sind dementsprechend auch etwas mit angestiegen. Was jetzt den Preisausblick angeht für den September, gehen wir davon aus, dass die Faktoren, die hier am kurzen Ende des Gasmarktes gewirkt haben, sich insgesamt etwas abschwächen werden. Das dürfte sich dann auch bei den Kalenderjahrprodukten niederschlagen, sodass wir beim Frontjahreskontrakt durchaus auch mal wieder Preise unter 14 erwarten können. Aber das wird möglicherweise erst im Monatsverlauf sein. Wir können kurzfristig durchaus noch ein kleines bisschen mal anziehen, aber insgesamt im Monat eher dann wieder ein bisschen sinkende Preise. Ähnliches Bild dann auch bei Strom und bei CO2. Bei CO2 erwarten wir, dass das kurzfristige fundamentale Umfeld sich durchsetzen wird. Es gibt wieder höhere Auktionsmengen in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir haben nach wie vor eine gedämpfte Nachfrage aufgrund des Fuel-Switches, also weg von der Kohle hin zur Gasverstromung. Wir haben insgesamt einen höheren Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromerzeugung und dann Corona-bedingt noch eine etwas niedrigere Stromnachfrage. Das sollte also schon dazu führen, dass die EUA-Preise sich im Monatsverlauf mal wieder in Richtung des mittleren 20-Euro-Bereichs bewegen können. 26, 27 Euro erachten wir für realistisch. Und das Ganze sollte dann also rückläufige Gaspreise, rückläufige CO2-Notierung dann auch bei den Stromkontrakten niederschlagen. Auch dort in der kurzen Frist sind noch mal Preisanstiege denkbar, vielleicht von einem Euro, aber im Monatsverlauf dann auch Rücksetzer. Beim Frontjahreskontrakt hatten wir zuletzt immer wieder eine gute Unterstützung gesehen im Bereich von um die 40 Euro. Also das wäre ein Niveau, wohin der Kontrakt noch mal fallen könnte und die hinteren Jahre dann entsprechend auch den einen oder anderen Euro noch mal einen Wert einbüßen könnten. Ja, das war es dann schon in aller Kürze in diesem Monat von unserem Marktblitz. Ich freue mich, wenn Sie Anfang Oktober wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.